Überall haben wir Technik und das wird immer mehr. Ich rufe zum Beispiel regelmäßig mein Portemonnaie an, wenn ich das verlegt habe. Smart im Tracker sei Dank. Ich werde gern gefragt, was macht die Technik eigentlich mit uns? Oder auch, wie verändert Technik unsere Gesellschaft? Dieser Frage hat sich auch Bruno Latour gewidmet, beziehungsweise würde der sagen, dass das die falsche Frage ist. Aber langsam. Latour, das war einer der wichtigsten Techniksoziologen und unter anderem war der Begründer der Actor Network Theory, also Akteur-Netzwerk-Theorie, kurz sagt man auch ANT. Latour schlägt mit der ANT vor, einen anderen Blick auf das Soziale zu werfen. Also klassisch versteht man als das Soziale ja erstmal die Interaktionen zwischen Menschen. Und demgegenüber steht dann als so eine Art Gegenpol das Technische. Und diese Gegenüberstellung, das gefällt dem Franzosen Latour so gar nicht. Weil für ihn kann das Technische genauso wie ein Mensch an Interaktionen beteiligt sein. Das Technische, das ist für Latour jedes Ding, selbst ein Faustkeil, unser Handy, der Algorithmus hinter einer App oder auch einfach nur ein Schlüsselanhänger. Diese Sachen, wie auch Menschen, sind für Latour Handlungsträger. Er nennt die Aktanten. Aber wir gucken uns vielleicht besser mal eines seiner vielen Beispiele an, da wird das klarer. Wir sind in einem kleinen Hotel und der Manager von dem Hotel, der hat ein Problem. Seine Gäste verlieren nämlich immer wieder ihre Zimmerschlüssel. Latour, der ist 1947 in der Bourgogne geboren und in seiner romantischen Vorstellung eines kleinen netten Hotels, da gibt es keine Chipkarten oder sowas, sondern da gibt es halt Zimmerschlüssel. So, jetzt stellt der Hotelmanager ein Schild auf mit der freundlichen Bitte, beim Verlassen des Hotels den Schlüssel an der Rezeption abzugeben. Daran halten sich aber nicht alle Gäste. Immer noch gehen Schlüssel verloren. Und dann kommt dem Hotelmanager die Idee, an die Schlüssel so richtig unhandliche Anhänger zu hängen. Und die haben den Zweck, dass die Gäste ihre Schlüssel nicht mehr einstecken können. Die wollen die jetzt loswerden, weil diese Anhänger irgendwie nerven. Und tatsächlich werden die Schlüssel jetzt viel häufiger an der Rezeption abgegeben. Und deswegen gehen so gut wie nie Schlüssel verloren. Um das zu verstehen, schlägt Latour vor, sich das als Netzwerk vorzustellen. Akteur-Netzwerk-Theorie. Und Teil dieses Netzwerkes sind sowohl die Hotelgäste und der Hotelmanager, aber auch die Schlüssel, das Schild und auch diese schweren Anhänger. Und erst, wenn man das alles hat, kann man dieses Netzwerk als Ganzes verstehen. In Latours kleinem Hotel kommt die Technik unhandlicher Schlüsselanhänger daher und verändert, was die Menschen tun. Der Schlüsselanhänger wird zum Aktanten und der vermittelt zwischen Hotelmanager und Gästen. Und der vermittelt besser als die Technologie Schild. Für Latour machen wir es uns mit der Frage, wie Technik die Gesellschaft verändert, zu leicht, weil wir versuchen, die beiden Aspekte, also Technik und Gesellschaft, funktional voneinander zu trennen, indem wir fragen, wie wirkt denn das eine auf das andere? Für ihn ist Technik aber eben kein neutrales Werkzeug oder eine unabhängige Variable, sondern Technik ist untrennbar mit Gesellschaft verwoben. Und was er mit diesem Verwoben meint, das wird deutlich an einem anderen Beispiel aus seinem Buch Wir sind nie modern gewesen, das von 1994. Ich lese das mal kurz vor. Man braucht bloß irgendeine harmlose Spraydose zu drücken und schon ist man unterwegs zur Antarktis, zu den Fließbändern in Lyon, zur Chemie der Edelgase und dann vielleicht zur UNO. Doch dieser fragile Faden wird in ebenso viele Teile zerstückelt, wie es reine Fachgebiete gibt. Wieder ein Netzwerk. Dieses Mal sind daran beteiligt eine Spraydose und eine Person, die diese Spraydose benutzt, aber auch das Fließband, auf dem die hergestellt wurde und ein Arbeiter, der in Lyon an diesem Fließband steht. Alle spielen eine entscheidende Rolle, damit das Netzwerk funktioniert. Und dann ist auch die Antarktis damit verbunden, denn die nimmt Schaden, wenn man zu viele schädliche Gase in die Luft sprüht. Technik-Spraydose verändert also nicht die Gesellschaft, sondern ist Teil eines komplexen Netzwerks. Und dieses Netzwerk stabilisiert sich dadurch, dass Aktanten etwas tun, also ihren Beitrag leisten. In dem Buch Wir sind nie modern gewesen kritisiert Latour, dass wir ständig versuchen, Abschnitte aus Netzwerken herauszureißen. Also wir definieren Fachgebiete oder Zuständigkeiten, indem wir dann zum Beispiel nur an die Spraydose oder nur an die Fabrik denken
wo die produziert wurde. Damit teilen oder beenden wir aber dieses Netzwerk, obwohl es eigentlich weitergeht und viel größere Zusammenhänge bildet. Und das ignorieren wir dann einfach. Füllatur müsste eine wirklich moderne Gesellschaft an solche Zusammenhänge viel ganzheitlicher rangehen. Ziemlich abstrakte Theorie das Ganze. Technologischer Wandel muss für Latour immer als komplexer Prozess verstanden werden, als Zusammenspiel von Menschen und Technologien innerhalb von Netzwerken. Latour ist wichtig, dass Technik also nie als Impuls von außen die Gesellschaft verändert. Soziale Medien verändern nicht die Gesellschaft. Rasenmäherroboter verändern nicht die Gesellschaft. Und auch smarte Tracker in Portemonnaies, die verändern nicht die Gesellschaft, sondern Menschen und Technik verändern sich gemeinsam. Sie sind in Netzwerken verwoben.